Und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Jetzt übergeben wir erstmal die frohe Botschaft, dass wir ihn Mein am Onkel Leben ist tot, gelassen haben. oder? Er kam nie von dem Treffen mit Oberaufseher Campbell zurück. Warum habe ich mir Hoffnungen gemacht? Er ist nicht tot. Man, wir haben ihn doch nur schlafen gelegt. Scheiße. Wir haben ihn doch schlafen gelegt. Das gibt's doch gar Sie sind alle korrupt. Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Ja. Hoffentlich war der Oberaufseher nur der erste Schritt auf diesem Weg. Und wir müssen das Mädchen finden. Emily. Die Arme. Sie musste damals den Tod ihrer Mutter mit ansehen. Alle Bürger, die Ich zwischen würde. den. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Ja, eine kleine Ruhepause. Na gut, jetzt noch nicht. Jetzt lieber noch nicht. Willkommen daheim, Mr. Corvo. Oh Gott, wir haben doch den Kerl gerettet. Achtung, Bürger von Dunwall. Hiermit werden Sie daran erinnert, dass der Angriff auf ein Mitglied der Wache ein Kapitalverbrechen ist. Die Wache ist autorisiert, die Bestrafung auf der Stelle auszuführen. Besitztümer des Verbrechers sind damit offiziell verwirrt. Wir müssen Emily schnell finden. Nach Campbells Tod werden sie schon verlegen. Willkommen daheim, Mr. Corvo. Ja, ladies first. So. Was sagst du noch dazu? Mein Onkel war besser zu mir als mein Vater. Ein Vorbild für seine Familie. Ach du Scheiße. Kann ich Ihnen behilflich sein? Das stört mich jetzt schon etwas. Weil ich habe ihn bis jetzt jedes Mal gerettet. So. Sprengminenradius. Das ist lustig. Für unfügt der Umgebung kurze Entfernung Fächerschaden zu, okay. Okay. Na gut, das ist jetzt nur Spielerei, das brauchen wir nicht. Obwohl es mit den Kugeln fliegen schon ziemlich lustig ist. Mit geführte Granaten um. Naja, wir haben bis jetzt noch nicht einmal 20 Bolzen oder so. Wie viel haben wir denn eigentlich? 2600. Was haben wir denn eigentlich an Knochenartefakte gerade? Wir können was Neues machen, endlich. So. Ich überlege zwischen die zwei. Beziehungsweise. Gut, das kostet 5 Runen. Das hier. Richtig. Was wir auch noch brauchen werden, ist
mehr Gesundheit. Aber wir verlieren hier leider ziemlich viel Leben. Ups. So. Du kannst dich im Schleichmodus etwas schneller vorwärts bewegen. Lustig. Wenn du aus Brunnen trinkst, regeneriert sich ein kleiner Teil deiner Gesundheit. Aus Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen da finde. Okay. Ja, das hier ist eigentlich alles schon ganz gut, was wir haben. Ja. Den Schleichmodus hätte ich trotzdem gerne. Die Effekte von Kräften werden leicht verstärkt. Mal schauen, ob die uns wirklich mal angreifen. So. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. So. Die haben wir auf jeden Fall voll. Hammer voll, Hammer voll, Hammer voll. Wir könnten uns 5 davon holen. Das wäre jetzt schon ziemlich lustig. Wir haben 4 von 5, das reicht. 5 von 9, ja, die können wir jetzt richtig oft verwenden. 7 von 10, 7 von 20. Eigentlich. Ach, ist sowieso nur einer, okay. So. So passt es doch. Eine Verbesserung vielleicht noch. Naja, 600. Holen wir uns ja mal. Schnell das Nachladen. Eine Kugel hinzu. Ja, okay, ob das. Na gut, vielleicht fliegt es ja noch geiler. Und. Zielgenauigkeit ist auch ziemlich geil, schon vor allem wegen weiter Entfernung. Dann knallen wir auch ein wenig mit der rum. Wie ist sie denn? Da. Haben es wirklich in sich, den so. Oberaufseher in seinem eigenen Stützpunkt zu schlagen. Naja. Es war nicht unbedingt schwer, ihn zu schlagen. Getreide-Notfallrationen sind im Bürgerdienstleistungsbezirk ab Sonnenaufgang erhältlich. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Steuerschätzer, um sich die erforderlichen Essensmarken zu sichern. Sir, bitte. Ich stand nie in den Diensten eines Edel. Das ist keine Entschuldigung. Sie müssen die korrekte Etikette lernen. Der Hornpitz-Pub sah schon einige Edelleute. Wenn Sie hier wären, würden Sie bestimmt nicht erkannt werden wollen, Sir. Das ist egal. Lord Pendleton sollte den Respekt erfahren, den er verdient. Das verlangt er zwar nicht, aber er nimmt es zur Kenntnis. Ja, Sir. Verzeihung. Und haben Sie vergessen, dass wir bald eine zukünftige Kaiserin beherbergen könnten? Sie werden in der Gegenwart der wichtigsten Person der Welt sein. Und Sie wissen nicht, wie man einen Knicks macht. Aber sie ist nur ein Kind daheim, Mr. Corvo. Sie ist noch nicht einmal hier. Ich bin schon längst daheim, wie dir. Nun, unsere Meister sind genau die Richtigen, um sie zu finden. Bitte achten Sie also auf Ihre Manieren. Unhöflich. Wenn die Stadtwache kommt, bin ich vorbereitet. Naja, ich hab's doch gewusst. Weil ich nicht unbemerkt bleibe. Ich hab doch gewusst, man braucht überhaupt kein Wasser, um hier das Mana aufzufüllen. So, jetzt können wir in Ruhe ins Bett gehen. Jede Berührung oder Annäherung wird jedoch mit dem Tod bestraft. Außerdem ist es ein Vergehen, Gegenstände oder Tiere in eine Lichtbahn zu werfen, ob zum Vergnügen oder aus kriminellen Aspekten. So. Entweder irgendwas, wo hier so schön rumliegt. Ja, geh mal schlafen. So.
Ah, ein neuer Tag, ein neues Glück. Mal schauen, wie wir diesmal töten dürfen. Ah, ich habe schon fast wieder erwartet, Besuch vom Outsider. Ach, der kommt, der wird leider hier in dem Spiel ziemlich stark vernachlässigt, der Outsider. Da kann sich schon aufstellen. Das, achso. Sie haben Glück, dass ich Sie nicht hinauswerfe. Glück. Ohne mich würde hier alles in 10 Minuten auseinanderfallen. Ach, wirklich? Sie können mich sowieso nicht entlassen. Ich habe heute früh die Bücher studiert und dort 5 Ihrer Fehler entdeckt. Nun gut. Sie haben Glück, dass ich Sie vor dem Admiral gefunden habe. Hm. Okay, der hier macht ja wohl ein paar Fehler. Ich kenne seine Rolle auch noch nicht so richtig. Es ist die Pflicht jeden Bürgers, verräterische Worte und sie wurde eines Morgens nach ihrer Arbeit krank, doch die Milch war schon ausgeliefert worden. Grund genug, um alles abzuriegeln. Die Seuche verbreitet sich schnell. Okay, warte mal, wo müssen wir hin? Was sucht ihr denn da draußen? Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, Ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier, der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen. Oh ja. Aber ich glaube, der gibt mir keine umsonst, also... Ey, an die Mission kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nein, okay, dann ist hier auf jeden Fall kein Fisch. Okay, was bezweckt das? Überlegt, flute ich jetzt das Ding oder? Ich glaube sogar drinnen sind die Truhen. Bei denen nehmen wir auf jeden Fall die Knarre. Das brauchen wir jetzt nicht groß betäuben. Das gehört auch nur zu uns. Ja. Naja, die werden ja hier weder... Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können. Oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich mich nur daran zu erinnern versuche. Ich habe die Ergebnisse unserer Arbeit für sich zurücklassen. Aber ich vermute, die
Piraten werden alles zerfetzen, bevor sie zurückgekehrt sind. Leben sie wohl. Also meinte die Rune. Ja, hat sie wirklich gute Arbeit geleistet. Oh, und noch der zweite. Oh, und kein Fisch. Nice. Ja, das ist doch super. Und jetzt erwarte ich ein paar Wachen. Typischerweise. Oder das Ende. Naja, die zwei haben leider Pech gehabt. Ist hier doch auch ein Ausgang, oder? Ja, genau, die Kette. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen Sie sprechen. Okay. Ich schaue jetzt immer dahin, weil ich nämlich eine bestimmte Szene sehen will. Ist aber noch nicht so. Ich weiß aber noch nie überwacht. Noch nicht, wann die drankommt. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Okay. Schau ich trotzdem nochmal schnell nach oben. Ich will wissen, wann diese Szene drankommt. Jetzt immer Emily befreit haben, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden. Haben Sie den Verstand verloren? Sofort aufhören! Ja. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunden, versteht sich. Ich habe ein paar Geräte für Sie entwickelt. Aha. Und die Baupläne aufgehoben, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Nun, der Tee war eine Gefälligkeit unter Kollegen. Ich mache diesen Fehler nicht nochmal. Entschuldigung, ich dachte nur... Vergessen Sie's. Danke für den Tee. Ich muss zurück zum Admiral. Er hat Neuigkeiten für mich. Okay, du hast den Plan? Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Naja, ich will diesen Plan haben, den du da gesagt hast. Naja. Ah, der kaiserliche Schutzherr. Genau der Mann, mit dem ich sprechen will. Oh. Okay. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Und du nicht, hä? Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Aha. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie.
bevor ich es mir anders überlege. Ja, genau. Weil du dir das anders überlegst. Ich bringe sie zur Golden Cat, wenn sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Oh. Ja. Wegen die Geräte. Schließt mal der Pyro. Piero. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupte Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendletons verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lordregenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. So. Ich werde sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen kommen. Den restlichen Weg müssen sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drinnen, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Hm. Ich weiß nur, aber wirklich. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit Sie Campbell ausgeschaltet haben. Oh ja. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Stürmen wir dann das Haus und uns Emily zurück. Ich glaube, das schaffen wir sogar in einer Folge. Das war meine Lieblingsmission damals gewesen. Und ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und schaltet auf jeden Fall die nächste Folge ein, weil die wird richtig geil. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Was wir jetzt alles anstellen können. Oh ja. Bis dahin. Ciao.